Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal der Spielebude. Heute schauen wir uns mal eine der großen Projektboxen von Games Workshop an, damit ihr auch einen Eindruck bekommen könnt, was in dem Ding so drin ist. Weil ich selber auch noch ein paar Farben mit dabei brauche, nehmen wir dafür einmal hier die fette Citadel Ultimate Project beziehungsweise Ultimate Project Set als solches. Grundsätzlich ist es so, dass da ein Riesenbatzen an Farben drin ist und Tools. Vor allem allerdings die neue Project Box, die Games Workshop rausgebracht hat, bei der so einiges anders ist als bei dem Ding, was 2017 oder 2016 rausgekommen ist. Vor allem die Aufteilung der Fächer, weil bei dem alten Teil war es ja so, dass da große Fächer drin waren, wo man seine Minis irgendwie drin verstauen konnte, sollte und Töfts und hast nicht gesehen. Hat damals, fand ich, ganz gut gepasst. Ich habe das Ding auch genommen, allerdings mit dem Detailgrad der mittlerweile erscheinenden Miniaturen würde ich da wahrscheinlich nur noch meine Space Marines reinschmeißen und den Rest nicht mehr. Dementsprechend ist ein neues Ding da. Ich bin gespannt, was das Teil kann, denn was es auf jeden Fall nicht kann, ist Miniaturen mit sich rumschleppen. Meine Hoffnung ist, dass deutlich mehr Farben reinpassen, aber das schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Wie gesagt, inhaltlich, abgesehen von den Farben, ist es gleich mit der großen Project Box. Also wenn ihr euch für die interessiert, dann seid ihr auch hier absolut richtig. Die 230 Flocken UVP kommen halt durch den riesen Eimer an Farben, der mit hier drin ist. Und schauen wir nochmal da rein, was sich hier so in der Box verbirgt. Zap! Okay, mehr ist nicht mehr im Karton drin. Das heißt, so schaut das Ding von außen aus. Ist wieder aus Hartplastik, wie man das ganze Ding kennt. Und was ganz praktisch ist, ich muss das Teil nicht befüllen, um einmal zu zeigen, wie viel da reinpasst oder was da reinpasst und wie das Ding sortiert sein soll, wenn ich das richtig sehe. Denn normalerweise kann man hier an der Seite so ein bisschen durchgucken und hier sieht man halt schon, zack, die ganzen Fächer sind drin und sind voll. Dann machen wir das Ding mal auf. Dazu einfach hier an der Seite klipsen. So. Dann haben wir hier an der anderen Seite klipsen. Gut, das ist mal doppelt gesichert, das ist schon ganz cool, weil das ist mir bei der anderen Paint Station oder Project Box heißt, das ist relativ schnell da durchgegangen. Und dann nimmt man den Deckel ab. Das Ding ist diesmal keine große Malunterlage, sondern einfach nur ein Deckel, aber okay. Gut, was haben wir hier? Wir haben hier eine ganze Menge Fächer, die zumindest in der großen Box einmal vorbestückt sind. Aber man sieht schon ganz gut, okay, was ist denn da drin und wie bekommt man die Dinger rein? Ich stöppel hier den ganzen Rummel, der jetzt ein bisschen rumgeflogen ist, nochmal neu rein. Und dann schauen wir doch mal, was denn da so am Start ist. Auf die Farben selber werde ich nicht eingehen, weil ansonsten wäre das hier eine Rezension, die unheimlich eingeschränkt ist, da auf der Games Workshop Homepage, glaube ich, selber das Zeug hier schon ausverkauft ist, also die große Box. Und wir, glaube ich, auch nicht mehr so richtig viele davon da haben. Gucken wir doch einfach mal. Man hat auf jeden Fall hier einmal ein Tools-Set drin. Ist offensichtlich so aufgebaut, dass man hier wieder seine Zange reinflipsen kann. Und wie bekommt man die denn da ab? Okay, also das hier ist offensichtlich schon direkt ein bisschen frickelig. Hä? Ja, nochmal ein Top-Start zum Review. Ah, okay, so geht's ab. Zange ist da, beziehungsweise Zange ist auch dabei. Dann hier einmal der Guss gerade entfernen als solcher. Aber das hier ist so die Schale, sag ich mal, die für die Tools ist. Was ganz geckig ist, ich weiß nicht, man sieht es wahrscheinlich nur so ganz leicht, weil auch in der Packung selber das Ganze schemenhaft nur angezeigt ist. Hier sieht man ganz klein eingefräst, hier gehört jetzt die Zange hin. Hier sieht man ebenfalls klein eingefräst, hier gehört dann der Kleber hin, sobald da hier Kleber drin ist. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass diese Nöpsis halt genau dafür ausgelegt sind, dass hier der Kleber dann in Form gehalten wird. Bei der Schere ist es so, da ist ja hier oben dann einmal dieses Dreieck und das wird dann hier mit mehr oder weniger Schmackes dann einmal reingeklipst. So, das sitzt auf jeden Fall ziemlich stramm. Das ist das eine Fach. Das ganze Ding hat man in dem Paint Set bzw. in der Project Box ein zweites Mal, um dann alle seine Tools und all seinen Kleber und den ganzen Rummel dann einpacken zu können. Und dann kommen wir aber zu diesen neuen Teilen. Das hier sind die Dinger, in die die Farben reinkommen. Da die jetzt eh hier irgendwie rumfletzen, ich weiß gar nicht, sind die irgendwo sortiert? Ah ja, okay. Hier sind Bases drin, da sind gerade Layer drin.
dann will ich das mal nicht rummischen, wobei hier auch eine Base dazwischen ist. Hier passen auf jeden Fall einige Farben rein, muss man einfach mal ganz stumpf so sagen. Und zwar deutlich mehr als in der alten Box. Und wenn ich die jetzt so ein ordentliches Stück hier unten da mal in den Waben festdrücke, dann sitzen die auch relativ gut. Man hat hier 3, 7, 10, 14, 17, ja, 14, 17 und nochmal 4 oben drauf, ist mal vorgerichtet bei 21 Farben, die man dann hier reinpacken kann. Das ist schon mal ganz ordentlich, denn von den Dingern ist halt nicht eins da, sondern da wird hier vorne noch in der Gegend rumgestapelt, 2 und Nummer 3. Also jede Menge Waben sind da am Start. Und mal gucken, wenn man die jetzt hier vorne reinschmeißt in den Deckel, dann passen 3 nebeneinander, dann hat man eine schöne große Palette hier, nicht? Fein. Auch sehr cool, das hatte ich auf einem Bild schon gesehen. Unter diese ganzen normalen Farben kommen dann die Bottiche, wo die Texture-Farben drin sind, wo die Shader drin sind und die großen Technicals. Das heißt, hier hat man ordentlich Platz, um das Zeug zu verräumen. Und die liegen da auch als solches ganz gut drin. Was man direkt mit dazu sagen kann, ist, dass das hier ungefähr so groß ist, wie eine wie so ein Farbding hier gefüllt. So, ja, das haut so Pi mal Daumen hin. Und die sind von unten halt auch noch frei, sodass man hier halt auch noch die Teile der Tools wahrscheinlich hier vorne austauschen kann gegen weitere Farbsets als solche. Was ist denn sonst noch mit dabei? Diese komischen Dinger. Sieht so ein bisschen aus, als würde man jetzt hier eine Runde, weiß nicht, Romy Cup oder ähnliches spielen. Die Teile sind dafür da, dass man die hier auf der Rückseite einmal so einklipsen kann. Das Ganze ist so ein bisschen Learning by Doing, denn eine Anleitung sehe ich hier aktuell immer noch nicht. Aber grundsätzlich ist das Teil dafür gedacht, dass man dann seine Farben aufrecht hinstellen kann. Wahrscheinlich wird man das eher mit den Sachen da oben machen, sei es drum, aber man kann seine ganzen Farben auf jeden Fall auch aufrecht hinstellen, wenn man dann am Pinseln ist. Ist eine ganz schicke Kiste. So, dann nehmen wir die einmal wieder ab. Nummer uno, Nummer dos, zack und rein da. Was finden wir denn hier noch? Eine Plastiktüte. Erstklassig, zum Glück. Wahrscheinlich wird die dafür da sein, dass man irgendwann hier die Dinger nimmt und gescheit verstauen kann. Aber was man noch dabei hat, hier an den Seiten, wo die großen Pötte der Shader sind, an beiden Seiten, sind halt noch kleine Einlassungen, in die man dann die Pinsel reinpacken kann. Das heißt, auch die kommen relativ gut mit. Dann ist der Teil da, das heißt, Farben sind verstaut, Tools, ups, da trete ich erstmal dagegen, Tools sind in der Regel verstaut. Last but not least ist der ebenfalls noch hier vorgesehen. Der hat in der Mitte seinen Bömselken, sodass man den da auch reinpacken kann. Und Green Stuff, Töfts oder ähnliches, dafür hat man hier in der Mitte noch ein paar Fächer. Oder mal eben schauen. Guck mal, in die Fächer könnte man sogar die Teile reinpacken. Hep und hep. Gucken. Ist ja erstklassig. Die lasse ich jetzt mal da drin und dann gucken wir mal, ob man dann mit dem Zeug das Ganze noch schließen kann. Einmal das wieder zurück. Ach so, genau. Man kann die in der Regel, glaube ich, nicht verkehrt rum reinpacken, weil hier an der Seite halt auch Lamellen sind. Also nehmen wir mal einmal hier das Ganze platzoptimiert. So. Dann das Ganze auch an dieser Seite. Die Waben erinnern mich übrigens, falls jemand das Brettspiel schon zu Hause stehen haben sollte, so ein bisschen an die Teils aus Discover. Genau. So, dann kommt der hier, kommt der so rum? Nein, der kommt so rum rein. Hep. Und last but not least, das Teil noch. Wobei mir jetzt, wenn das Ding so alles hier bepackt ist, auffällt, ich weiß nicht, ob man da wirklich oben noch eine zweite Farbschicht drüber kriegt. Mal gucken. Legen wir auch einfach mal oben drauf. So. Denn der Teil, der zeigt, ob das geht oder nicht, ist ja der, wenn man guckt, ob der Deckel zugeht. Nope. Okay, das heißt, entweder man nimmt Tools mit
Oder man packt alles voller Farben, wenn man für knapp 13, 14 Euro zwei von diesen Sets extra oder einzeln nochmal dabei kauft. Aber das hier müsste gehen, weil hier der Rand ist auf jeden Fall höher. Deckel zu. Dann hier das ein bisschen da reinpopeln und arretieren. Einmal die Seite schließen. Hier wieder reinpacken. Zuklipsen. Und damit ist das Ding zu. Das Ganze gibt es auch noch als kleine Variante. Da ist halt ein Stückchen weniger Platz drin. Da passt, meine ich, einmal das Ding für die Tools rein und zweimal die Farbe. Das hier ist halt einmal das große Set. Ich sag mal, wer durch die Gegend rennt und seine Farben super verstauen möchte, auch noch mobil damit sein möchte, der wird wahrscheinlich sowieso um das etwas größere Paintset nicht drum herum kommen. Wenn man zumal ein paar Farben mitnehmen möchte, für den reicht dann sicherlich auch die Version 1 kleiner. Zum Farbenverräumen finde ich das Ding echt gut. Die sitzen da relativ fest drin. Was ich halt nochmal gucken muss, hier oben ist jetzt über den Farben noch ein bisschen Luft, ob man das irgendwie geschlossen bekommt oder ob es da irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, weil das hat man ja jetzt gerade zum Beispiel zumindest hier schon gesehen, die purzeln ein bisschen in der Gegend rum, wobei man dabei sagen muss, lang die Naht nicht so wie bei dem Vorgängermodell des Ganzen. Was mir deutlich besser gefällt als beim Vorgänger ist wirklich, dass die Tools alle fest irgendwo in der Gegend rum sitzen. Wenn der Vorgänger hat, da waren so eine Slot, sag ich mal, wie RAM-Speicherplätze beim PC, in etwas tiefer an der Seite, und da hat man dann einfach seine Tools reingeschmissen und da war aber nichts drüber. Das heißt, die Zange, die saß da halbwegs gescheit drin, der Rest ist da größtenteils rausgefallen, und die Pinsel, das waren so, ich sag mal, genau so über X, immer wieder abwechselnd. Auch Schlitze, wo man dann jeweils immer einen Pinsel reingelegt hat. Da war dann auch klar, trage ich das Ding rum und benutze es prinzipiell dafür, wofür ich es haben möchte. Nämlich für den Transport meiner Farben und meiner ganzen Werkzeuge und meines ganzen Zeugs, was ich da benötige. Dann werde ich auch da nicht so hundertprozentig anschließend mit ankommen. Das ist hier ein Stück besser gelöst, weil einfach die ganzen Pinsel etc. hier unten ebenfalls arretiert sind. Was mir hier ein Stückchen fehlt, ist irgendwas, wo man den Wasserpott reinschmeißen kann. Aber gut, das, ich weiß nicht, ob das platzmäßig irgendwie hätte hinhauen können. Vor allem, wenn man den neuen Wasserpott schon mal gesehen hat, der ist deutlich größer. Aber das ist auch auf der anderen Seite jammern auf halbwegs hohem Niveau. Grundsätzlich passt jede Menge an Zeug rein. Und hier waren ja auch noch jede Menge Slots frei. Das heißt, da kann man auch noch einen Batzen normaler Farben sicherlich mit reinschmeißen. Das müssen nicht nur die großen Shader sein, sodass man im Endeffekt hier eine Riesenmenge an Farben reinbekommt. Auf der Packung... Ach nee, gar nicht. Ich wollte sagen, auf der Packung steht, dass man da 42 kleine Pöttchen und 11 große Pöttchen reinbekommt. Aber das wird wahrscheinlich eher der Inhalt sein, beziehungsweise es ist der Inhalt des Ultimate Project Sets und nicht das, was effektiv in die Box reinpasst. So habt ihr auf jeden Fall erstmal einen kleinen Eindruck bekommen können. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Solltet ihr die normale Project Box haben wollen, dann ist hier unten drunter auf jeden Fall ein Link. Solltet ihr nach dem Ultimate Project Set suchen, dann packen wir den einfach auch nochmal unten drunter. Eventuell habt ihr ja da noch Glück. Ansonsten herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und immer fein weitermoschen. Bis zum nächsten Mal.